Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen und heute mit Familie Rosengarten. Und da sehen wir schon eines der außerirdischen Mädels. Da ist die andere. Ja, Rosengartens, das ist die Jessica mit ihrem Mann René und den Kindern Pia, Ronja, Roxanne, Rosa und Romy. So, wir sind alle zu Hause momentan. Wir haben Samstag. Du willst noch ein Baby bekommen? Nö. Nö, 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 Jessica. Nee, das machen wir nicht. Fünf Mädels, das ist doch genug. Sie will ja irgendwann mal eine Goldhochzeit feiern. Also, das kann sie dann mal später irgendwann mal machen. So, wie geht's dir? Ich möchte mal ein bisschen gucken. Okay. Da wird sie jetzt auch gar nicht weitermachen mit ihrer Karriere, weil wir müssen wirklich eher nach den Kids schauen. Unser René, der muss. Ach, der hat heute auch nochmal freigenommen. Da war der Tag gestern war ziemlich stressig. Pia malt, okay. Warte mal, Pia, mit dir könnte ich mal ganz kurz was gucken. Genau, du möchtest doch so viele Dates haben, ne? 50 traumhafte Dates möchte sie haben. Also gut. Noch haben wir nicht wirklich jemanden gefunden, wo sie drei Blitze hat, finde ich ein bisschen schade. Aber wir könnten auch einfach mal ein Date machen. Wartet mal. Sam Sieber. Würde sie? Ich muss mal ganz kurz überlegen. Was macht er denn da? Sam Sieber. Sie würde eigentlich zu ihm ganz gut passen. Gregor braucht das jetzt nicht und mit Erik hat sie nicht so viel. Ach komm, wir laden den Sam nochmal ein. Räum das mal auf. Dankeschön. Komm, nimm das mit. Ja, du. Danke. So, Ronja ist ja auch ganz frisch und ganz neu zum Teenie geworden. Die hat ja, denke ich mal, noch gar keine Beziehungsmäßigkeiten hier. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Warte mal, kennst du überhaupt Teenie-Jungs? Den Gregor auch. Oh, den Gregor. Der Gregor könnte man. Okay, wir müssen mal überlegen. Was lernst du denn eigentlich gerade? Ja, nee, Kuckuck spielen. Du spielst mit deiner Schwester, okay? Okay, Roxanne. Roxanne ist hier. Die muss dann jetzt das Wochenende noch fleißig Hausaufgaben machen. Wir haben schon Samstag. Aber ich möchte erstmal gerne mit ihr. Wartet mal. So, als einmal hier betrachten. Oder was habe ich gesagt? Was? Ah, lebenslange Zufriedenheit. Ja, mach erst mal das. Oh Gott, die Arme hat. Was ist mit dir? Ich muss aufs Klo. Hast du die Grippe? Oder warum ging der Harndrang gerade so krass nach unten? Nun gut, so, das ist Rosa und das ist Romy. Dann mach mal bitte die Rosa aufs Töpfchen. Ich muss echt bei den beiden immer überlegen, wer ist denn jetzt wer? Obwohl sie sich noch nicht mal ähnlich also aussehen, ne? Oh, hier habe ich doch noch mal die Möglichkeit mit noch viel mehr. Warum kamen die da gar nicht dran? So, wartet mal. Mit Iris wäre doch mal auch ganz cool. Ich frage ihn einfach mal. Vielleicht möchte er mich ja gerade mal daten. Nein, ich glaube nicht. Okay. Oh, sie hat es geschafft da hinten. So, wartet mal. Dann versuchen wir mal mit Brandon. Mal gucken, was Brandon sagt. Ja, nach Hause bitte. Tolle Idee, ich komme sofort. So, du kannst mal alle Bücher weglegen. Und dann setze ich einfach jetzt erstmal dahin und mache erstmal Hausaufgaben. Und das können wir eigentlich verkaufen, ne? Ja, cool. So, und du hast. Genau, leg die mal ins Bett und dann leerst du das mal. Und unser. Ey, was macht denn der hier? Ich weiß es nicht. Räum das mal auf. Tu mir mal den Gefallen. Unser Butler, der spinnt irgendwie hier. Was macht er denn jetzt? Oh. Und die Romy. Warte mal. Nee, machen wir mal anders. Dann machen wir die Romy nochmal aufs Töpfchen. Geh weg. Ich will. Shit.
Jetzt steht er mir im Weg. Geh weg. Mahu. Okay, dann geh mal kurz duschen und dann das sauber machen. Säuber machen, ne? Und dann hol dir mal was aus dem Kühlschrank. So, wo sind meine Eltern? Ah. Na, dann geh doch richtig. Dann geh doch richtig ins Bett. Na, Jessica. Was ist denn los? So, jetzt schlafen. Und du bist aufgewacht. Perfekt. Du legst mal Alltagsklamotten an. So, dein Date ist, denke ich mal, schon da. Oh, haben wir auch eine 2. Okay, wir plaudern einfach mal und hängen einfach mal nur so ab. Und mit ihr wollte ich eigentlich mal ein Blind Date planen. Komm, du kannst mal da runtergehen und dann rufen wir erstmal den Service an. So, Roxanne geht natürlich total in die Miesen jetzt gerade wieder. Weißt du was? Wo haben wir denn PC? Da oben. Geh mal das spielen. Warum habe ich nur das? Was macht denn der da? Der ist total buggy hier. Mann. Adrian. Oh. Räum du das mal auf, bitte. Komm. So. Mann. So, ihr zwei? Wer ist das? Amadeus? Irgendwas. Gut, ich will ja eigentlich traumhafte Dates immer haben. Müsste ich eigentlich ja mit Pia tanzen. Naja, gut. Ich befreunde mich erstmal. Es sind noch nicht so die tollen Dates hier. So, du kannst erstmal ab. Ja, die Zeit läuft ab, ich weiß. Weißt du, oder warte mal, weißt du, was du machen kannst? Sie hat ja auch erstmal Hunger, dann kann sie erstmal im Teller irgendwas nehmen. So, bist du mittlerweile gelandet? Oh, guck mal, räum mal das auf, bitte. Das ist echt furchtbar, Mensch. Mann, oh. Wo sind eigentlich unsere Hausaufgaben? Ach, da. Das können wir eigentlich auch machen, ne? Bei Hausaufgaben helfen. Dass unsere arme Roxanne dann endlich mal komplett ihre Hausaufgaben erledigt hat. Na gut. So, wo bist denn du jetzt gelandet? Wo ist denn unser Brandon? Ich wollte mich nur mal bei Brandon vorstellen. Wo ist denn der? Sie kümmert sich lieber um die Kids. Was ist denn mal so dein Ziel? Ah, Bildung willst du mal machen. Lass die, bitte. Komm, ich habe was ganz anderes vor mit dir. Komm, jetzt bitte. Einfach mal den Service anrufen. Und keine Ahnung, wo Brandon hin ist. Ich sehe ihn nicht. Doch, da ist er. Okay, dann können wir den Service anrufen und dann kannst du zumindest mal mit ihm plaudern hier. So, du kannst das hier draußen mal abspülen. Okay. Kannst du da auch spielen? Ja, doch, komm. Mach mal. So, du darfst... Ah, guck mal. Du kannst doch schon selbst auf die Toilette gehen. Benutzen einmal. Okay, Jessica, einmal aufstehen. So, René. So, mein Mann hat jetzt was zu essen geholt. Es ist aber einfach, ja, Gemüse. Und Satinka setzt sich daneben und hofft, dass sie irgendwie Hähnchen kriegt oder so. Ja. So,
Wo ist denn jetzt? Moment, ich. Da ist sie. Tina Bach, komm, jetzt begrüßen. Ich will ein Blind Date, sofort. Für wen habe ich denn eigentlich das Teil hier aufgestellt? Eigentlich für keinen wirklich. Weil keiner das wirklich unbedingt machen möchte, basteln. So, aber jetzt. Ronja, ich möchte bitte ein Blind Date haben. Gib mir, ich möchte einen netten Jungen, mit dem ich möglichst drei Blitze habe. Bitte. Ich war ja bei ihr noch am Überlegen, die Haare zu verändern, ne? Hier, bitte. 5000 Simoleons. Das muss aber ein dreiblitziger Typ sein, bitte. Ich bin am Überlegen, ob hier nicht auch noch kurz ein Blind Date haben möchte, sollte. Oh, Holger Blum, na toll. Hat sie jetzt eigentlich auch mit. Ja, zumindest hat sie ihn kennengelernt. Ja, nur zwei Blitze. So, komm, ich mache mit dir auch nochmal ein Blind Date. Oh, Jessica hat in 2 Tagen und morgen hat Rosa und Roxanne in 2 Tagen. Warum sind die Zwillinge einen Tag auseinander jetzt? Blöd, echt. Also, komm jetzt mal her. Was macht der denn da hinten? Ja. So, mit einem Mann. Oh, ich war noch eigentlich gerade bei einem Date. Es war wirklich nett mit dir. Es ist schön, mit dir Zeit zu verbringen. Ja, das ist nett. Dankeschön. So, ich muss mal ein bisschen switchen. Holger, einmal flirten. Abchecken. Und das ist Norbert Sonntag. Den kenne ich ja noch so überhaupt gar nicht. Okay. Danke, danke. Ein blonder Typ. Yay. Keine Ahnung. So, hey Roxanne, kann ich Pia sprechen? Wer ist denn das? Nein, jetzt nicht. Die ist beschäftigt. Ah. So, was machen wir denn eigentlich hier? Oh Mann, ihr seid so. Ah. Ich habe euch so überhaupt nicht im Griff hier. Meine Güte, Jessica, so einmal essen. Hier, wird's anhören. Wen hast du in der Hand? Die Rosa in der Hand. Die Rosa muss mal auf Toilette. Dann mach sie mal aufs Töpfchen. Moment. Also leeren. Ja, aufs Töpfchen. Die Rosa. Danach kannst du den anderen Topf da leeren. So, sie. Nein, lass den mal in Ruhe. Nimm mal den anderen. Und Ronja. Gut. Mit Holger, naja, gut. Ich geh mal rein. Der Typ mit dem. Naja. Aber du könntest mal nochmal nach Brandon gucken und mal ihn abchecken hier. Und dann kannst du mal auf Toilette. Toilette ist da hinten. Lagoon. So, und Roxanne? Ja, Roxanne halt. So, Roxanne, du musst Hausaufgaben machen. Es tut mir echt leid, aber mach weiter. Auch wenn es dir jetzt schon wieder nicht ganz so gut geht. Und könnte mal irgendjemand die Romy ins Bett tragen? Was macht er denn? Ah, Tagebuch schreiben. So, Romy, einmal ins Bett. Jetzt muss ich aber auch mal gucken, ob die Zwillinge schon alles können. Sprechen, laufen, Töpfchen gehen. Sprechen, laufen, Töpfchen gehen. Ja, okay. Alles. Können sie eigentlich im Grunde. Und sie lernen halt auch hier so ein bisschen das ein oder andere, das, was sie gerade wollen. Genau, Logik, das ist super. So. Dann geh du mal ins Bad. Einmal benutzen, baden. So, Pia, ja, die Zeit läuft ab. Der Typ, ich weiß nicht, was. Den haben wir noch nicht mal jetzt abgecheckt. Moment. Abchecken. Und unsere Vronja. Wie sieht's mit dir aus? Ich weiß es gerade nicht. Hier ein Blitz und. Ach so, du könntest auch mal diesen Norbert nochmal. Nee, warte. Den Norbert. Nein, warum kann ich ihn nicht nur verabschieden? Keine Ahnung.
Naja, gut. So, Roxanne ist jetzt wieder mal an den Hausaufgaben. Die müsste gleich fertig sein mit der einen. Ja, morgen ist auch noch ein Tag. Haha. Und ich glaube, ich sage jetzt erstmal einen Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns nochmal in einer Runde hier. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.